Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, zwischen der letzten und dieser Folge, die Verbotsbereiche für den individualen Autoverkehr einmal nachgezogen. Das fehlte nämlich noch an manchen Stellen. Und was man jetzt hier schon sieht, hier entstehen plötzlich Gebäude. Ich habe nämlich noch eine Mod installiert, um den Bedarf hochzubringen, denn dadurch, dass das Spiel jetzt durch die Größe der Stadt doch relativ langsam fortschreitet, habe ich jetzt den Bedarf an Industrie, Gewerbe und Wohnraum einfach auf Maximum gesetzt. Aber damit diese Baulücken hier geschlossen werden, das ist jetzt ja eine spielmechanische Sache. Das hat jetzt aber mit unserem eigentlichen Let's Play-Ziel nur indirekt was zu tun. Wir wollen jetzt ja keine geschichtlich korrekte Entwicklung unserer Stadt haben, was das Finanzielle angeht, sondern wir wollen ja hier diese Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Stadtentwicklung uns angucken. Deswegen entstehen jetzt hier überall die Bürogebäude, die wir hier ja schon platziert hatten. Ich kann nochmal einmal reingehen. Hier sind ja die ganzen Bereiche markiert gewesen, vorausgewiesen. Jetzt entstehen hier endlich auch die Büroverwaltung für unsere Industriegebäude, das gleiche jetzt hier mit dem Gewerbe, auch das entsteht jetzt hier in Mölln nach und nach. Ich denke, das ist einfach spielmechanisch ganz sinnvoll. Wir können die nächsten Baulücken dann jetzt hier in dem Bereich auch schließen. Das ist auch dann das Ziel der heutigen Folge, um dann im Anschluss diesen Bereich dann vielleicht mal wieder zu verlassen und so um andere Teile der Stadt zu kümmern. Ein Punkt, den ich jetzt noch gesehen hatte, der nicht ganz so elegant ist. Im Prinzip ist das hier ja, also Mölln ist eine riesige Sackgasse. Wenn wir nur hier den Zugang, das ist glaube ich nicht gut. Wir sollten hier noch mal eine Möglichkeit schaffen, dass man hier durchkommt. Das machen wir jetzt auch mal direkt, bevor der Zug hier gleich lang kommt. Denn ich denke, wir sollten nicht nur einen Zugang haben zu einem Stadtteil. Das ist natürlich, was so Katastrophenschutz und so angeht, wäre das kritisch. Also werden wir hier mal aktiv, dass wir dann hier hochkommen und wieder einen entsprechenden Zugang schaffen. Die Eisenbahn müssen wir noch wieder bis vorne ziehen, das müssen wir natürlich auch noch machen, damit der Zugverkehr, das ist ja hier der Personenzugverkehr, dass der hier auch vernünftig fließen kann. Das ist ja unser Ziel. So sieht das doch sehr vernünftig aus. Es kann weiterlaufen. Prima. Also wir verdichten jetzt mal nach, denn hier sind ja überall noch Baulücken. Wir haben hier unseren Güterbahnhof, aber auch hier können ja noch ein bisschen Industrie entstehen. Wir gucken mal. Bürospezialisierung. Wir haben hier noch diesen IT-Cluster und den Finanzsektor, der ist ja neu. Da will ich aber, glaube ich, gar nicht groß drauf eingehen bei der Industrie. Ja, ich weiß nicht, ob wir lassen hier mal generische Industrie. Ich werde hier mal so ein paar Industrieunternehmen ergänzen, dann vielleicht nur so kleinere Unternehmen. Dann ziehen wir noch mal ein paar Objekte, ein paar Zäune zum Beispiel, um hier unseren und den Güterbahnhof vielleicht so ein bisschen optisch abzutrennen. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Wir können vorher vielleicht noch mal ein paar Wege hier durchziehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, für die Arbeiterschaft hier vielleicht einmal die Seite zu kreuzen. Aber das sieht jetzt hier mit der Mod, glaube ich, alles ein bisschen hübscher aus. Einfach damit diese Baulücken, wie gesagt, da verschwinden. Das ist jetzt ja spielmechanisch ein bisschen
unnötig gewesen. Auch hier können wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ist hier noch ein. Ja, da vorne haben wir schon den Zaun, aber dann setzen wir jetzt mal hier nochmal einen Zaun hin, um das Gebiet so ein klein wenig abzugrenzen. Und dann macht so ein bisschen hier nochmal so ein paar Verwaltungsgebäude zu platzieren. Nehmen wir mal so ein, das eine andere Bürogebäude dahinter, damit die Arbeiterschaft vielleicht noch so ein paar Möglichkeiten hat, sich so ein bisschen in der Mittagspause zu entspannen. Können einen kleinen Fußweg platzieren. Das ist, glaube ich, eine ganz feine Sache. Und dann platzieren wir hier gleich nochmal ein paar Bäume. Ich glaube, auch das ist ganz sinnvoll. Interessant, dass die hier so viel Dreck macht, diese Spielzeugfabrik, oder so viel Umweltverschmutzung produziert. Interessant. Also, jetzt haben wir noch ein paar Bäume hier. Auf der Seite haben wir noch Platz für ein paar Industrieunternehmen. Auch die sollten wir noch mal setzen. Da haben wir jetzt die Lücke dann gleich auch geschlossen. Da machen wir mal so eine Variation an Größen von Flächen, damit das ein bisschen generisch aussieht. Und dann haben wir hier vielleicht noch mal so ein paar kleinere Gewerbeobjekte. Das könnte mal so ein Burgerladen sein oder ein kleiner Shop. So, diesen Bereich, ich glaube, da könnte man mal so eine Art, naja, also Freizeitbereich definieren für die Arbeiter. Denn ich finde das eigentlich hier ganz sinnvoll, wenn wir hier nochmal. Mache ich euch ein paar Bäume hin, wenn das quasi hier so der Platz ist, damit die Leute, die hier arbeiten, die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen zu entspannen. Also hier Platz mit Bäumen, Platz mit Picknicktisch, passt der hin? Ah, nee. Dann müssen wir das nochmal anders machen. Ziehen wir das gerade und. Ach, jetzt passt das so gerade hier nicht hin. Ach, das ist ja ärgerlich. Dann nehmen wir hier den Platz mit Bäumen. Aber hier gibt es doch noch mehr. Und hier nicht noch Eiscreme, ist nicht so passend. Kleiner Foodtruck. Kleiner Platz mit Springbrunnen. Du magst nicht in der Fußgängerzone zu sein. Okay, dann verschwindest du wieder und wir können hier noch mal gucken. Hier vorne ist doch auch noch mal so ein Park. Ja, und dann grenzen wir doch das wieder mit Bäumen ab. Ich glaube, das passt ganz gut. Da brauchen wir nichts von. Und dann haben wir hier noch mal einen Fußweg hier vorne durch an der U-Bahn-Station vorbei. Wunderbar. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Wir können mal ein bisschen Buschwerk zur Abgrenzung hier zu dem Industrieunternehmen setzen. Ja, das ist doch prima. Da haben die Leute direkt was sie können. Das hier mal nur weg. Da sitzen, glaube ich, Gewerbeeinheiten hin.
Da kann man ja noch einen Kaffee holen oder was die Arbeiterschaft dann noch so benötigt. Aber dann haben wir hier schon mal diese Baulücken geschlossen. Hier vorne haben wir noch ein paar Lücken, die wir hier auffüllen können, damit wir Mölln quasi abschließen können. Das sollte jetzt ja das Ziel sein. Das ist das hier, das Postamt, genau. Dann machen wir hier vorne noch mal einen kleinen Schlenker und definieren hier hohe Wohndichte. Fußweg noch mal wieder einmal durchlegen. Da müssen wir ein bisschen näher ran. Und schon wächst auch dieser Teil des Stadtteils Mölln. Prima. Und hier zur Abgrenzung machen wir noch mal ein bisschen Gewerbe. Da haben wir nämlich dann die Eisenbahnverbindung. Da sollte dann der Schallschutz erfolgen durch die Gewerbeeinheiten. Hier vorne entlang der Straße kann auch nochmal dichtes Gewerbe entstehen. Aber das hilft doch dem Stadtteil, um sich hier vernünftig zu entwickeln. Ja, dann können wir, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen überlegen, was sind jetzt eigentlich so unsere nächsten Ziele? Was haben wir jetzt alles hier geschafft? Was sicherlich noch fehlt, so ein bisschen wo wir noch was tun müssen. Bei unserer Stadtentwicklung ist sicherlich im Bereich Baulücken, wir haben einen Umweltcampus, das Problem, dass da in der Nähe gar keine, nicht ausreichend Wohnraum ist, sodass wir dort die, müssen wir einmal upgraden, damit wir hier. Das mag er nicht, okay. Dann brauchen wir, glaube ich, einen anderen Straßentyp, genau. Gut. Ja, also der Plan ist, dass wir die Umweltcampus auch noch Wohnraum schaffen. Da ist ja noch einiges an Platz. Da haben wir noch, noch Möglichkeiten, auch damit dann dort in der Nähe die Bevölkerungsdichte steigt und wir auch ausreichend Raum haben, damit die Studierendenzahl ja steigen kann. Das ist ja noch so ein kleines Problem. Wenn das nicht hier die Bäume pflanze, um diese Lücken hier noch alle zu schließen. Ja, damit ist der Stadtteil auch wirklich sehr gut aufgefüllt. Das war, glaube ich, ganz sinnvoll mit dieser Demand-Mod hier, damit die Nachfrage entsprechend hoch ist. Hier unten, auch da besser mal nochmal nachfüllen, auch hier nochmal die Baulücken auf. Jetzt sollten wir hier mal eine Einbahnstraße noch definieren für die Zufahrt, damit die nicht hin und her fahren. So gefällt mir das besser. Das grenzen wir oder zäunen wir auch nochmal ein. Haben wir noch einen Zaun, Erzindustriezaun. Dann nehmen wir den hier mal. Also, wir brauchen einmal die Bevölkerung, denke ich, in der Nähe des Umweltcampus. Da sollten wir noch mal nacharbeiten. Wir haben noch einiges an Forschungseinrichtungen, die wir platzieren können. Es gibt ja noch dieses Klimaforschungszentrum. Das finde ich eigentlich alles eine sehr schöne Idee. Vielleicht können Sie noch ein paar kleinere Industrieunternehmen ansiedeln. Machen wir das auch mal hier so.
Das sieht doch ganz gut aus. Ja, also solche Forschungszentren, das fände ich, glaube ich, auch noch ganz gut. Wieso hat hier eigentlich hier keine Zonierung? Das ist, ach, weil das eine Brücke ist. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Das ist ja Kokolores, das machen wir mal neu. Wieso ist das denn überhaupt so? Müssen wir hier mal einmal die Höhe korrigieren. Also das ist ein Punkt, den wir noch angehen müssten oder sollten, dass wir hier mal so ein Klimaforschungsinstitut machen. Da können wir mal das Thema Klimawandel ein bisschen sprechen. Das halte ich für sinnvoll. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir noch ein Pumpspeicherkraftwerk errichten wollen. Ich möchte, dass der Boden mit dabei ist. So, das ist besser. Ja, also ich möchte, dass wir noch ein Pumpspeicherkraftwerk bauen. Das werden wir hier auch in der Nähe unseres Gebiets machen. Dann haben wir das nämlich auch soweit abgehakt. Das gehört, glaube ich, dazu im Bereich einer Energiespeicherung. Da habe ich jetzt, glaube ich, hier zwei Leute. Ja, wieso nicht? Komm. Machen wir da ein Industriegebäude hin. Entlang der Trasse hier. Denn wir haben ja die Aufgabe während der, oder jetzt im Zuge der Energiewende, dass wir halt Speicherkapazitäten brauchen. Und ein Bestandteil werden die Pumpspeicherkraftwerke sein. Die sind natürlich technisch schon ausgereift, natürlich aufwendig in der Installation und schon ein großes Kraftwerk, das darf man nicht vergessen. Aber für eine nachhaltige Stadt und auch als Beispiel für entsprechende Möglichkeiten, was so machbar ist bei der Energiewende, sollte man einmal ein Pumpspeicherkraftwerk installieren. Das werden wir dann noch tun. Ein paar Bäume hier noch. Das wird eine Aufgabe sein. Ansonsten, was uns natürlich noch fehlt, ist ein Flughafen. Auch den haben wir noch nicht. Den müssten wir sicherlich auch nochmal planen. Das kann was Größeres sein. Finanzdistrikt, wir haben noch für den sonstigen Gebäuden noch nicht so viel. Es gibt ja auch noch so eine Elektrofahrzeugfabrik. Da ist noch die Frage, wie sinnvoll die ist, weil wir eigentlich den Individualverkehr gar nicht wollen. Die Delle können wir hier mal so ein bisschen ausgleichen, damit das hier nicht so ein krasser Hügel ist. Denn hier wollen wir jetzt gar nichts mehr bauen, sondern einfach nur platzieren. Da werden wir jetzt hier keine Objekte sitzen. Hier oben können wir noch was machen. Hier müssten wir vielleicht auch noch mal runter. Sehe ich gerade, dass wir von hier aus... Also da möchte ich hin, dass wir dann hier mal hochkommen. Doch, dass hier keine Sackgasse ist. Dann können wir hier, glaube ich, auch noch mal ein paar Objekte setzen. Ist ordentlich Flugverkehr, muss ich mal feststellen. Dann platzieren wir noch mal ein paar Büro- und Verwaltungsgebäude. Und haben wir sonst noch irgendwelche Objekte, die wir hier brauchen? Hier haben wir jetzt ja die Busdepots, ne? Das die Postsortieranlage, das Busdepot. Ja, wir haben hier die Parkpflege. Ich glaube, sonst Müllverarbeitung brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht. Gesundheitswesen ist an der Stelle auch nicht richtig aufgehoben beim Katastrophen. Katastrophenschutz haben wir, glaube ich, sonst auch nichts. Was haben wir hier? Die Geheimdienst, der ist an der Stelle auch falsch. Haben wir hier noch irgendwelche
Objekte, die man hier vielleicht noch platzieren könnte. Gibt es auch noch mal so ein paar hübsche Objekte. Da war die Klimaforschungsanlage. Shopping nicht, Platz der Toten nicht, den Bienenpark, den können wir auch noch mal platzieren bei Gelegenheit. Der Hubschrauberpark. Wenn hier schon die Hubschrauber alle starten und landen, können wir doch hier vielleicht mal so einen kleinen Park platzieren. Das finde ich ganz charmant. Eigentlich so als kleines Gimmick für die Leute, die hier arbeiten. Da würdigen wir doch mal hier unsere Rettungsflieger. Mit den Bäumen natürlich ein bisschen aufpassen, dass die jetzt hier den Flugverkehr nicht zu sehr behindern. Und wir füllen hier mit Bürogebäuden mal auf. Auch da haben wir noch mal so ein paar Pfade, die wir da durchschlängeln können. Ja, dann haben wir hinten natürlich unseren Stadionbezirk. Auch der braucht noch ein bisschen Nacharbeit, denke ich. Auch da haben wir dann angefangen und dann irgendwann uns der nächsten Aufgabe gewidmet, sodass ich auch da denke, sollte man nochmal nacharbeiten und den Stadionbezirk füllen, damit wir dort entsprechende Kapazitäten haben für Wohnraum. Hinten beim Fußballstadion unseres Fußballvereins Arsenal London. Das kriegen wir dann auch noch hin. Das ist aber auch erstmal so eine reine Stadtentwicklung. Das hat noch nichts mit den einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu tun. Doch der Flughafen ist natürlich nochmal ein Punkt. Da ist natürlich die Frage, wie sieht Fliegen eigentlich im Ende des 21. Jahrhunderts aus? Das wird sicherlich weiter existieren. Wir werden nicht aufhören zu fliegen, aber wir müssen den Flugverkehr dekarbonisieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das erfolgen? Da zeichnet sich jetzt im Moment noch kein richtiger Trend ab. Wir haben natürlich schon über das Wasserstoffthema gesprochen. Den haben wir ja auch schon integriert in die Elektrolyseanlage. Die ist ja hier vorne. Warum sieht auch direkt hier vorne ist sie ja mit unserem Offshore-Windpark. Dennoch denke ich, also ob Wasserstoff der Treibstoff sein wird für die Zukunft von Flugzeugen, das wird sich herausstellen. Ich denke ja, dass es in die Richtung gehen wird. Auf der anderen Seite haben wir noch die ganzen E-Fuels, das heißt also Treibstoffe, die synthetisch hergestellt werden, auch über ein elektrisches Verfahren. Das ist quasi ein Folgeprodukt der Wasserstoffelektrolyse, dass man erst Wasserstoff macht und dann gemeinsam mit Kohlendioxid daraus dann langkettige Kohlenwasserstoffe erzeugt, die das sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren, das ist etabliert, das nutzen wir schon seit, oder kennen wir seit vielen Jahrzehnten. Ist also jetzt eigentlich keine Technik, wo wir sagen, das ist jetzt, darauf müssen wir warten. Da ist der Wirkungsgrad natürlich nicht gut, das darf man nicht unterschätzen. Also der Wirkungsgrad bei diesem Verfahren, um synthetisch diese langkettigen Kohlenwasserstoffe, also quasi synthetisch Benzin und Diesel zu erzeugen, ist ineffizient und wird, lässt sich auch schlecht in der Effizienz weiter steigern. Wir werden sicherlich dort Entwicklung sehen und das wird dann auch einen Beitrag leisten können zum Klimawandel, weil das natürlich Treibstoffe sind, die, wenn wir sie verbrennen, klimaneutral sind. Das heißt also, dadurch, dass wir das Kohlendioxid ja bei der Herstellung aus der Atmosphäre ziehen, ist es dann bei der Verbrennung bilanziell klimaneutral.
Wir brauchen natürlich viel Kapazität an regenerativen Energieanlagen, damit das funktioniert und eingesetzt werden kann, dieses Verfahren gemacht werden kann, weil es immer sehr energieintensiv ist. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und das, ja, also ob wir in die Richtung gehen, sicherlich. Je weiter wir wegkommen von den kurzkettigen Kohlenwasserstoffen hin zu langkettigen Kohlenwasserstoffen, die dann von der Gasphase in die irgendwann flüssig werden. Nur das erste ist ja dann das Methan, was entsteht in dieser Betrachtung oder in diesen Verfahren. Da muss man mal schauen, wie sich das, was da dann sich technisch auch tut. Das machen wir hier nicht. Dann gehen wir hier vorne hin. Als kleinen Spazierweg. Ja, wunderbar. Also von daher die Frage, geht wir in Richtung synthetisches Kerosin oder gehen wir in eine andere Richtung, also wirklich mit dem Wasserstoff? Das muss ich zeigen. Aber wir werden fliegen. Da werden wir nicht von wegkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und damit sollten wir natürlich hier auch einen Flughafen haben. Den brauchen wir auch spielmechanisch natürlich, damit wir dort entsprechend entsprechend aktiv werden können für unsere Wirtschaft. Ich glaube, ich werde hier auch noch mal eine Reihe an Industrie platzieren. Ja, das ist gut. Haben wir da noch irgendwelche kleinen Spezialfabriken, die wir da vielleicht platzieren könnten? Wir haben jetzt hier noch die Limonadenfabrik, die ist riesig, genau. Aber wir haben hier zum Beispiel noch die Erdölraffinerie. Also die würde ich mich einsetzen in der Nähe unseres Flughafens, quasi als Pendant, um E-Fuels herzustellen. Das finde ich eigentlich ganz charmant. So, Papierfabrik, die Autofabrik, die werden wir nicht bauen. Kleidungsfabrik, was haben wir hier noch? Sneaker, Modulhaus, Schiffswerft. Ne? So eine nachhaltige Schiffswerft ist auch ganz interessant. Wir können hier vielleicht noch so eine Sneakerfabrik reinpacken. Die passt hier nicht rein, die ist noch ein bisschen zu breit. Schade, was haben wir hier noch? Diese Modulhaus ist riesig. Da gibt es ja noch kleinere. Die Kleidungsfabrik ist auch sehr groß. Riesig, riesig. Okay, aber dann haben wir hier noch bei diesen Sondergebäuden ultimative Recyclingfabrik. Auch das finde ich ganz spannend. Katastrophenbunker. Hadronkleiner. Ja, wir könnten auch nochmal das ganze Physikthema so auch nochmal machen. Weltraumlift. Kernfusion. Ja, gehört dazu. Müssen wir bauen. Das werden wir dann aber extra platzieren, finde ich. Ich gucke nochmal, ob wir hier noch irgendwas dabei haben, was sinnvoll ist. Genau, hier ist die E-Auto-Fabrik. Die ist nicht so groß, ne? Wollen wir die hier mal platzieren? Ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz charmante Idee. Wir kommen dann nur hier hinter nicht durch. Das verschwindet dann. So, haben wir sie denn jetzt hier? Hier passt sie hin, wunderbar. Da brauchen wir dann Lagerhäuser. Auch hier möchte ich durch. Und dann müssen wir hier die Zugverbindung noch mal einmal anpassen. Ja, Eisenbahnverkehr wieder geregelt. Wir haben hier theoretisch die Möglichkeit,
verschiffen. Dann sollten wir natürlich trotzdem Lagerhäuser haben, obwohl wir die jetzt nur so bedingt brauchen, aber das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Jetzt jeweils ein Lagerhaus für die Produkte. Dann nehmen wir einfach kommerzielle Güter. Das gleiche machen wir hier auch. Dann haben wir hier so ein bisschen reflektiert und wir bauen hier natürlich noch einen Zaun wieder. So ein bisschen abzugrenzen vom Rest. Das ist gar nicht so verkehrt, finde ich. Wir können mal gucken, ob wir hier noch weitere Objekte haben. Hier haben wir so ein Robotik-Institut. Das ist aber autonome Roboter. Das wäre nochmal, glaube ich, ein anderer Platz. Halbleiterwerk, das werden wir nochmal irgendwo hinsetzen. Ein Software-Studio, das macht auch wenig Sinn. Dann haben wir hier so einen Fernsehsender. Ja, gibt es Fernsehen noch am Ende des 21. Jahrhunderts? Da habe ich meine Zweifel. Dann nehmen wir hier nochmal für die Fabrik ein paar Bürogebäude platzieren, dass das hier quasi das ganze Werksgelände ist. Gedanklich. Zaun hier nochmal weiterziehen. Und haben dann hier wieder ein paar Fußwege, damit die Leute hier auch ein bisschen sich erholen können von der Arbeit. Da kommen auch schon die ersten LKWs. Ein paar Bäume noch. Ja, also das ist auch nochmal so ein Punkt, dass wir noch solche Spezialfabriken noch stärker einsetzen oder noch mehr setzen. Das ist, glaube ich, eher so der Plan. Denn ich finde, das passt ganz gut, dass wir da nochmal diskutieren, was ist da möglich auf dem Flughafen. Das gucken wir uns dann mal an, dass wir dann diese E-Fuels-Fabrik dort in die Nähe setzen. Na, das finde ich eigentlich eine sehr spannende Sache. Vorne kann noch mal generische Industrie hin. Das sind dann quasi Unternehmen, die hier mit dem Wasserstoff agieren können, da den weiterverarbeiten, veredeln. Wobei, wie veredelt man Wasserstoff, aber dass man in die Richtung dann noch mal was Produkte anbieten kann, Dienstleistungen anbieten kann. Die passen hier vorne, glaube ich, ganz gut hin. Aber ich sehe schon, dass die Idee mit der Mod ist hier schon ganz gut. Dass wir hier den hohen Bedarf haben, das hilft uns einfach zu verhindern, dass hier die ganze Zeit diese Baulücken entstehen. Können wir hier nochmal nach Saarkirchen springen. Da hatten wir dann ja auch nochmal ein bisschen an Lücken, die da entstanden sind. Ein bisschen Gewerbe sollte man noch mal installieren, damit die Leute hier auch in der Lage sind, sich noch mal was zu essen zu kaufen. Mal so ganz kleine Einheiten. Mal schauen, was sich dann hier noch so entwickelt hier genauso. Irgendwelche kleinen Fressstände, Imbissbuden, was es da so alles im Angebot gibt. Da ist also die Frage, was machen wir dann nächste, wie machen wir jetzt dann weiter? Wenn das wir hier nochmal die letzten Bäume platzieren, hier haben wir noch eine große Fläche, können wir aus der noch irgendwas machen? Ja, die lassen wir mal frei.
Mal gucken, was wir hier noch draus machen werden. Also frei, wir können noch die Bäume setzen wir dann nochmal. Und wie sich gehört, kommt kein Angestellter mit dem Auto hier hin, weil er nicht kommen kann. Ich glaube, eine Buslinie sollten wir hier nochmal platzieren, aber dann haben wir es, glaube ich, für diese Folge auch wieder geschafft. Schauen mal, wie wir eine Buslinie platzieren können, wenn wir hier ankommen, dass wir dann einmal nach Mölln fahren. Hier an Mölln halten. Wenden. Hier den Zwischenstopp an der Fabrik halten und dann fahren wir noch mal hier hoch, hier vorne rum nach Spellen. Wieso kann ich denn hier nicht halten? Das ist ärgerlich, dann halten wir hier vor. Wenn ich jetzt hier zurückfahre, fährt er einmal den ganzen Weg, okay. Na gut, dann kannst du hier drehen im Kreisverkehr. Und wir gucken uns die Linie nochmal an. Die suchen wir mal. Das ist die Buslinie hier. Das ist Spellen. Mölln E-Auto. Da brauchen wir keine 20, da reichen wir schon erstmal 5. Ja, 8, machen wir 8. Ja, da kommen schon die ersten Leute, die da vorne hin wollen. Da haben wir dann aber die Verbindung einmal quer. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, das sieht gut aus. Wir haben hier ist jetzt viel generische Industrie. Was ist das hier? Alles immer das Gleiche. Na ja, gut, das ist dann so. Wir fliegen noch mal einmal hier rüber nach Saarkirchen. Darum müssen wir uns auch noch kümmern, den Müll. Da fehlt noch eine Straße. Aber jetzt hat sich hier so ein bisschen das Gewerbe angesiedelt, was hier fehlt. Also hier vorne haben wir jetzt, das ist doch sehr schön hier, dass man hier die Cafés hat, direkt an der Saar. Das ist wirklich prima, das werden wir noch auffüllen. Ich denke aber, dass wir jetzt in der nächsten Folge dann erstmal das Pumpspeicherkraftwerk bauen werden, damit wir da nachher wieder ein Energiethema haben. Da schaut man die Konturen zum Abschluss einmal ein, wo wir das hinsetzen, denn das mal gucken, also der Berg ist ungeeignet, das passt hier oben am besten hin. Da hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Hier hinten macht es wenig Sinn, das ist zu weit weg. Hier die Hügel in den Weinbergen hat jetzt auch nicht viel sinnvoll, denn wir brauchen ein Oberbecken, Unterbecken. Hier vorne könnte man, aber das ist auch eher ein großer Hügel. Das werden wir, glaube ich, hier werden wir das so ein bisschen reinsetzen. Dann können wir auch hier ein bisschen die Entwicklung noch machen. Vielleicht dann da noch mal ein kleines, vielleicht können wir hier so ein Forschungsinstitut machen. Energiespeicher-Forschungsinstitut. Das finde ich eine ganz charmante Idee. Aber nicht mehr diese Folge, sondern in der nächsten. Wir springen einmal wild hin und her, gucken uns an, wie der neue Bereich hier in den Moselauen mittlerweile aussieht. Das gefällt mir wirklich gut. Den Autoverkehr, das muss ich mir nochmal anpassen. Aber hier ist jetzt der Verkehr auch einigermaßen im Griff. Hier ist nochmal viel Verkehr. Vielleicht brauchen wir nochmal eine Querverbindung. Das ist der einzelne. Also es ist genug zu tun. Mit dem Blick aber auf Mölln. Im Hintergrund Spellen, der kleinere Stadtteil. Die aufgefüllte Industrie. Verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.